Hallo zusammen und willkommen zu meinem letzten Test von Low Magic Age, einem Early Access RPG, wie man sehen kann. Und es ist doch sehr retroig, weswegen ich auch einen letzten Test dazu machen möchte. Denn es sah recht interessant aus, weil es halt sehr alt wirkt. Also von der Aufmachung her, das heißt weniger Fokus auf Grafik und mehr Fokus auf Stats und Gameplay. Aber wie ihr sehen könnt, hier wird über noch Beta angezeigt. Das Spiel ist momentan nur verfügbar auf Englisch, Chinesisch und Koreanisch. Was in der Richtung. Und ich denke auch nicht, dass so schnell eine deutsche Version zukommt. Nur so als kleine Vorwarnung. Aber schauen wir mal rein. Also für mich wird es komplett blind sein. Ich hoffe mal, es ist einigermaßen einsteigerfreundlich. Quick Start. Auch wenn es nur ein Letztest ist, ich will meine Charaktere selber machen. Weil ich gehe davon aus, dass Quickstart einfach nur Standardgruppen mir entgegengeworfen wird. So, Schwierigkeitsgrad. Also man kann schon mal sehr viel festlegen. Was das Level Cap ist. Immer Level Cap Max. Level Up Speed kann ruhig normal bleiben. Was haben wir hier? Hardcore Mode. Tod ist permanent. Hui. Ja, es ist eh nur ein Test. Achso, warte. Die verriegeln, verändern sich automatisch. Maximum Quantity of Minion Monsters. Ha. Huh. Spellcasting requires materials. Ach, Zauberkomponenten. Okay. Nee, das machen wir nicht. Wobei, was steht da? In addition to the challenges of the Hardcore Mode, also Tote, permanentes Todgedöns. If your entire party perishes, the save game will be erased automatically and forcibly? Das ist kein Wort, oder? Forcibly heißt das, glaube ich. Egal, wie gesagt, es ist aus dem Chinesischen übersetzt ins Englische und ja. Your adventure will become completely and irrevocably ended. It may sound cruel, but life's... Oh, dann nehmen wir gleich das. Weil das finde ich gut so. Es ist jetzt nicht so, Gegner machen 100% mehr Schaden und was auch immer, sondern einfach nur Einschränkungen. So, man kann ein Seed festlegen. Was haben wir hier? Adventure Starting Point. Wild Monster Density. Ah, also einerseits ist es sehr schön, dass man so viel festlegen kann. Andererseits habe ich gerne, gerade was sowas angeht, eigentlich feste Werte. Damit man sich auch mehr mit anderen messen kann. Also um zu sagen, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt. Ja, auf welchen Einstellungen? Ja, und dann erstmal 30.000 Sachen runterrattern. Das ist ein bisschen komisch. Custom Character Rate, Reversed XP, was machst du? Okay, es fehlen auf jeden Fall noch Tooltips. Und das kommt von mir, der keine Tooltips liest. es fehlen hier welche. Okay. So, Charakterliste. Also die Hintergrundbilder gefallen mir schon mal sehr gut. Auch wenn sie wahrscheinlich absolut nicht passen zu der Spielgrafik, was ich bei Steam da so gesehen habe. So, da unten sehe ich neben meinem Cola-Glas, geh mal weg. Neuer Charakter. So, ich hätte gerne. Achso, das sind quasi Klassen, aber man kann das auch komplett machen. Zeig mal, ich will mal einen Custom-Charakter machen. So, Menschen, Zwerge, Elfen, Gnome, Halbelfen, Halborks, Halblinge. Also ziemlich klassisch schon mal, was die Rassen angeht. Und die haben unterschiedliche Stats, ähnlich wie man es in D&D-Spielen von damals kennt. Größe gibt es auch, Geschwindigkeit gibt es und... Rassenperks und beliebte Waffen, ja. Immun to Sleep Effects. Das sind sogar fast die alten D&D-Buffs, oder? Also mit der Immunität gegen Schlaf zum Beispiel, dass die Elfen das haben, die Halbelfen. Weswegen man immer Halbelfen oder Elfen spielen sollte bei D&D. Ja, also im Basisspiel damals zumindest, zweite Edition oder was es war. Nee, gar nicht, das war noch in der, bei, nicht AD&D, sondern D&D. Also das ist egal, ich bin alt. Mach bitte einen Menschen. Ja, ein extra Feed beim ersten Level. Das haben sie auch in den späteren Editionen beibehalten. Dass man quasi einen Bonus-Perk bekommt. Kämpfer, Kleriker, Wizard, Rogue, Barbarian. Kein Paladin, kein Barde. Okay. Ich hätte gerne, dass du mit dem Schwert kämpfen kannst und mit...
Ich mache jetzt Girugon, das wisst ihr ja schon, das konntet ihr euch wahrscheinlich denken. Aber der ist ja meistens Paladin und benutzt keine Fernkampfwaffen. Ich gebe mir noch einen Flegel. So ein Dreschflegel passt auch ganz gut zum Paladin. Und es ist ein Punktesystem. Gut und schlecht. Gut, weil man hat halt keine Varianz darin, wie stark ein Charakter wirklich ist. Schlecht einfach nur aus nostalgischem Wert. Weil ich finde es irgendwie ganz nice, wenn man selber würfelt, wie gut der Charakter ist. Und dann aller Baldur's Gate eine halbe Stunde damit verbringt, gute Stats zu bekommen. Aber muss man doch die Geduld für haben. So, erstmal alles auf Null bringen, weil ich keine Negativcharaktere mag. Als Krieger brauchst du auf jeden Fall Stärke. Braucht das mehr Punkte in höheren Wertungen? Ja. Ab 15 kostet es 2 Punkte. Das heißt, wir machen erstmal 14 bei. Ja, wobei. Machen wir bei allem 14 und dann Stärke hoch. Wir haben sehr vieles aus denen, die übernommen. Also auch mit den Modifikatoren, dass es immer bei vollen Stats dann besseren Modifikator gibt. Jetzt fehlt nur noch, dass es gleich 18 und dann Slash 00 und Slash 50 und so geht. Teste ich mal ganz kurz. Ne, geht nicht, okay. Also für die, die D&D nicht kennen, also das Regelwerk, nicht vom Hören her oder was auch immer. Es gab früher zumindest das so, dass man bei Basischarakteren, außer sie haben halt von der Rasse her mehr Stärke, konnte man von, ich glaube, 6 ist Minimum-Stat gewesen, bin ich mir nicht ganz sicher, bis zu 18 hoch. Und nach 18 gab es quasi noch so eine Kommastelle. Und da konnte es dann hochgehen bis zu 18.00. Also quasi schon fast 19. Das hatte ich halt nachgucken wollen, aber ist nicht drin. So, dann gibt es noch mehr Constitution und dann passt das. Und es macht auch alles, was man denkt, ne? Okay, Stärke beeinflusst auch die Trefferchance. Anscheinend nicht nur den Schaden. Was macht Dex dann? Rüstungsklasse, okay. Ja, deswegen habe ich es auch in Baldur's Gate immer genommen bei meinen Tanks und eigentlich bei den meisten Chars, damit man nicht so getroffen wird. HP pro Level. Okay, passt alles einigermaßen. Feats, es sind schon mal viele Feats. Ich darf 3 auswählen. Dann nehmen wir doch mal Schildfokus. Er wird ein klassischer Paladin. Also Schildfokus. Dann mehr HP. A condition that makes you lose your Dex Bonus to AC, if any, also makes you lose Dodge Bonuses. Dodge Bonuses stack with each other, unlike most. Okay. Power Attack. Also den Namen. Ah, Whirlwind Attack, ja. Unlimited Opportunity Attacks. Opportunity Attacks sind. Aber ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch hieß. Gelegenheitsangriff? Keine Ahnung. Also wenn ein Krieger irgendwo steht oder ein Charakter irgendwo steht und jemand versucht, an ihm vorbeizulaufen, dann hat der Krieger oder Charakter oder was auch immer eine Möglichkeit, den beim Vorbeilaufen noch sein zu verpassen. Das ist halt eine Attack of Opportunity. Was ganz nett klingt, aber im Idealfall passiert sowas nicht, wenn die KI gut genug ist. Weil als Spieler musste man sich schon wirklich gut überlegen, ob man sich aus dem Kampf zurückzieht oder einfach so an einem Gegner vorbeiläuft, ohne ihn anzugreifen, weil diese Attacks of Opportunity schon ganz gut reinhauen können. Combat Manöver, was haben wir hier? Improved Unarmed Attack, nö. Weapon Focus. Plus ein Bonus on Attack Rolls with all proficient weapons. Okay. So, du bist. Wir konnten keinen schlecht festlegen, ne? Gerugon. Du siehst nicht aus wie ein Dieb, bitte. Du siehst aus wie. Ja, der da. Porträt. Ja, sie haben keinen eigenen Künstler. Außer vielleicht für die Hintergrundbilder. Weil das sind sehr viele verschiedene Porträt- und Porträtstile.
Also fast schon Real-Life-Aufnahmen, gemischt mit älteren D&D-Style-Zeichenarten, steampunkig und komplett CGI. Also mit Blender gemachte Porträts und so. Das ist unschön. Also ich kann es verstehen, wenn man, ne, das kostet alles Geld. Aber es wäre halt schon ganz schick, wenn da später alles ein einheitlicher Grafikstil ist, damit die Charaktere auch zueinander passen. Aber wenn ich jetzt Gerugon hier rausfischen würde, also jemand, der... Ja, die hier unten sind einige. Ich dachte schon, das wäre der aus Star Trek. Nein, die hier unten sind einigermaßen einheitlich, das heißt, ich werde wahrscheinlich die nehmen. Und wer davon ist Gerugon? Keiner. Nee. Oh. Warte. Die sieht einfach nur zu gut aus. Tut mir leid. Gerugon ist weg. Wir haben Ash. Bist du eine Frau? Na gut, dann nimm sie mal so ohne Schild. Ist in Ordnung. Ash. Human Fighter. Finish. Ja. Also jetzt haben wir wenigstens gesehen, wie das mit dem Charaktere erstellen ist. Ich werde das jetzt nicht machen für die komplette Truppe. Also Tirik, Talana, Gwendolyn, Myrum und Yalin. Hey, ich habe an Myrum gedacht. Sondern ich nehme jetzt einfach andere Leute mit. Weil das wird sonst zu lange dauern. Und da ja eh permanent tot ist, wird das hier eh nur eine Lernerfahrung sein. Also falls mir das Spiel so gut gefällt, dass ich da noch ein Let's Play draus mache, werden wir eh neu anfangen müssen mit dann einer richtigen Truppe. Also wir haben einen Fighter. Dann hätte ich gerne... Wie viele Leute können wir überhaupt mitnehmen? Können wir überall Häkchen machen? Ah ne, 11 von 6, okay. Dann hätte ich ganz gerne... Summoner... Ich komme mit der Abkürzung noch nicht klar. Gnome Kittel. Kleriker? Nein. Kann ich jetzt hier noch irgendwo beide? Greatsword? Oh, du bist doof. Dich nehme ich mit. Ja, nee, ich bräuchte jetzt einen Dieb. Du siehst diebig aus. Also wir haben zwei Kämpfer, einen Dieb. Dann bräuchten wir jetzt einen... Ah, unter Fähigkeiten ist Heal und Harm. Also du bist ein Kleriker. Magic Missile klingt gut. Und eine Summonerin. Okay. Schauen wir mal. Adventure Tutorial, Supplies. Adventure Parties consume supplies automatically every day. Also die essen jeden Tag ihr Essen und brauchen halt, keine Ahnung, Holzscheite fürs Lagerfeuer oder was auch immer. Camping manually to restore hit points need plenty of supplies too. Okay, also wir sollen erstmal Möhrchen kaufen. Hey, okay. Wir können campieren, wir haben Tutorials, wir haben hier unsere Party. Haben wir unser Inventar. Goods? Was sind Goods? Ui, wir können... Ah, es gibt ein Gewicht. Okay, das ist schon mal sehr schön. Das heißt, es könnte sich sogar glatt lohnen, eine Gruppe aus mehr Kriegern oder mehr starken Charakteren zu machen, um halt mehr schleppen zu können. Das werden Quests sein. Haben wir noch keine. Formation. Oh ja, Formation ist wichtig. Summoner hinten. Du hinten. Du warst ein Dieb, ne? Mach mal so. Ich hoffe mal, dass die Position auch wirklich sagt, wer am ehesten angegriffen wird. Mach sie mal so. Okay. Settings, System Menu. Okay. Wir haben 520 Goldmünzen. Wir haben 5 Supplies. Wir haben 20 Spell Materials. Das ist aber anscheinend vereinheitlicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man für einen Feuerball Fledermaus Code braucht oder irgendwas in der Richtung. Das ist schon mal akzeptabel. Sonst wird das sehr schnell unübersichtlich, für was man was braucht. Die unter euch, die Ultima-Spiele gespielt haben, wissen, was ich meine. Wenn man wirklich sich überlegen muss, okay, wie viele schwarze Perlen nehme ich jetzt mit, um so und so viel Feuerbälle oder ähnliches zu sprechen. Wobei Feuerbälle gehen ja noch. Aber jetzt ein Flamestrike oder was auch immer. Da muss man wirklich
berechnen, wie viel von was man mitnimmt und allem. Und was ist das letzte? Wahrscheinlich sowas wie Ruhm, oder? Ja, Reputation. Okay. So, wir sollen Ressourcen einkaufen. Geh rein. Lut is a poor small town. Local residents do not know you. Wir können gesalzenen Fisch hier kaufen. Schon mal schön viele Details. Und ich denk mal, die werden alle random generiert sein. Das heißt, man kann in eine Stadt kommen, die ist dann ganz reich, da sind dann vielleicht die Preise höher, aber man kann besseres Zeug kaufen oder was auch immer. Was jetzt noch sehr schön wäre, wenn die Aktionen, die man um dieses Dorf herum macht, das Dorf beeinflussen. Also wenn wir jetzt alle Orks und Goblins abschlachten, dass dann das Dorf davon prosperiert und größer wird. So, Tavern. Wir haben Mission hier. Kann ich hier auch irgendwo? Deliver to Ale Village, das machen wir einfach mal. Ja. Trotzdem hätte ich ganz gerne. Ah, wir können Helden anheuern. Gut. Das sind Trade Goods. Bei Supplies, dann nehmen wir doch das Maximum. Okay. Initial Battle. As adventurers, the most normal way to grow up is challenging various monsters and then get loot. Defeat group of monsters. Das sollte zwangsweise passieren. Price Survey of Mupo. Ne, sollte nicht zu viele Quests auf einmal annehmen. Ich habe jetzt meine Ressourcen hier gekauft. Ich gehe jetzt raus und suche diese eine Stadt. Wo geht's raus? Leaf. Da. Ich nehme an, das ist die Stadt da unten. Gibt's noch eine Weltkarte? M oder so? Achso, da ist eine. Oh. Da müssen wir hin. Ja, okay. Krieg ich mal in die Richtung da. Es gibt bestimmt gleich random Angriffe von irgendwelchen Monstern. Wir können die Zeit beschleunigen. Hat schon mal schön viele Komfortfunktionen, muss man sagen. So, Quest completed. 16 XP per PC, also per Player-Charakter. Reputation und Relation with Lut ist größer geworden. Okay. Hier sollen wir jetzt nach Emerald Ridge gehen. Ich tappe einfach nur mal so ein bisschen rum. Emerald Ridge. Wird auch gleich wahrscheinlich wieder hervorgeholt. Schickt mich immer weiter nach Westen. Ui. Oh, das ist sogar noch besser. Es gibt nicht einfach so random, ein Gegner ploppt auf, was teilweise recht nervig sein kann. Sondern die Gegner sind wirklich auf der Karte aktiv und man kann die dann ausweichen. So, Survey complete. Wir müssen zurück nach Ale Village, um bezahlt zu werden. Und wir gehen nicht weiter von hier aus. Nein, 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 nein. Wir haben noch genug Ressourcen. Wir gehen einfach zurück. Sehr schön. Wie viel ist denn das so an Exp? okay, also man kann sich damit wohl über die Runden schlagen, aber so wirklich, ne? Die Charaktere aufstufen ist nicht drin. Okay, dann suchen wir uns doch mal hier im Startgebiet, weil ich denke, es ist hier einfacher. Eine Ratte, wie da? Wo ist die Ratte hin? Da. Some Dire Red, greif an. Engage. Okay, wir haben schon mal eine andere Karte, das ist gut. Wir haben richtig den Kampfbildschirm. Und wir können jeden einzelnen kontrollieren. Das heißt, es ist nicht so, wie ich dachte. À la Wizardry oder Might and Magic, die ersten Teile, dass man dann einfach einen Gegner vor sich hat und dann, ne, wird geprügelt. Und die Positionierung der Charaktere ist halt nur dafür da, wie wahrscheinlich ist, dass die getroffen werden. Oder halt auch bei Bard's Tale, meinem momentan anderen Projekt. Da werden halt die ersten vier Charaktere getroffen. Hier können wir wirklich schön positionieren, wie wir möchten. Das heißt, Krieger kommt nach vorne. Wie wird berechnet, wie viel er machen darf? Hier haben wir schon mal die Reihenfolge. Was ist das da? Nein. Greif mal an. Zack. Gut. Du kannst. Ich würde gleich annehmen, man hat so und so viele Bewegungspunkte. Ich übersehe bestimmt gerade irgendwas, wo es erklärt wird, aber man hat so und so viele Bewegungspunkte und danach darf man einfach angreifen. Oder vielleicht, wenn man nicht angreift, darf man zweimal. Nicht, wenn man sich nicht bewegt, darf man eventuell zweimal angreifen. Müssen wir gucken. Expeditious Retreat und Summon Elemental. Nein, 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 nein. Flieh, du verteidigst einfach mal. Oh, das tut aber schon weh. Du bist die Heilerin, richtig? Ja. Beweg dich mal dahin und mach
Divine Favor. Mehr Angriff und Schaden, ja. Achso, das ist nur auf dich. Okay, kleingedrucktes Lesen. So, mal gucken, ob die Ratten jetzt Goldmünzen droppen. Okay, definitiv. Du hast nur Nahkampfwaffen, ne? Ach, als Dieb, ja. Geh ran. Kill ja nicht was. Ich wollte sagen, kill dir eine Ratte, aber das hat wohl nicht ganz geklappt. Besit. Gut. Und ich finde die Position ja eigentlich nicht schlecht. Weil ich glaube, da können sie nicht rauf und da kann man nicht durch. Eventuell müsste sich da einer hinstellen. Mach du das. So. Du darfst jetzt doch beschwören. Ja, bist dann eine super Ablenkung. Greif den schon an, Mann. Beiß rein. Nom nom. Heil bitte. Muss näher ran. Und auch hier schön intuitiv. Rechte Maus, das ist einfach abbrechen. Schub. Der zieht auch Aggro, ne? Also schon mal immun gegen alles Mögliche. Das ist sehr schön. Aber ich wage mich zu erinnern, dass in dem Tooltip... Ah, ich kann leider nicht... Oh, warte. Ist aber Lamelle. Doch, hier. Oh, alles gut mit den Tooltips. Provoke AOs. Achso, er provoziert Attacks of Opportunity. Das heißt, wenn er ihm vorbei huscht, dann darf man ihn hauen. Ich dachte, der kann irgendwie spotten oder so. Das ist nur... Ja, genau. Range Self. Bringt also fast gar nichts. Gehen wir mal vor. Kannst nächste Runde vielleicht irgendwas da machen. Gibt es... Also jetzt ist alles schön und gut soweit. Man kann alles schön feintunen und töten. Aber wenn man jetzt zum 30. Mal auf eine Truppe Ratten trifft, dann möchte man vielleicht den Kampf auch automatisch beenden. Gibt es da was? Ich sehe nichts Offensichtliches. Swap Weapons Defense. Nö. Na gut, machen wir es weiter. Zack. Du kannst fernkämpfen. Chink. Au, ey. Was passiert, wenn man ein Tornado beschwört in der Truppe? Gut zu wissen. Bleib mal hier, stehen. Also hätten wir ihn eher hier hinten beschwören sollen. Hm? Ganz so lernt man dazu. Und du geh mal da weg. Dankeschön. Ah, ich hätte mit dem vielleicht nur warten drücken sollen und nicht verteidigen. Nom nom. Heilung auf dich. Wir müssen in der nächsten Stadt mal gleich wieder Spell-Components kaufen. Verteidigen. Ja, warte mal. Naja, ganz knapp nicht. Ganz gerne. Ah, da geht's. Backstab. Victory. Es gab kein Gold. Das ist gut und schlecht. Gut, weil es halt einigermaßen realistisch ist, dass Ratten kein Gold dabei hat. Schlecht, weil wir halt kein Gold bekommen haben. Und es macht ja doch schon teilweise den Charme von so alten Spielen aus, dass wirklich alles einfach immer die Währung gedroppt hat, um so besser hochleveln zu können. Comprehensive Strengths. Fighting capacity is not all the strengths. By completing various town quests, you can increase your reputation and relationships with locals. Also, wenn man Aufgaben erledigt, dann mögen die einen plötzlich. Wie kommt das bloß? All of these can bring more profound benefits to the adventure party. Das ist vage. Also, je mehr Ruhm man hat, desto besser, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Besondere Town Quests erfüllen. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Aber na gut.
geh doch mal nach Yorktown. Das ist eine etwas größere Stadt. Kauf erstmal. Ui. Buy Supplies. Max. Buy Spare Materials. Wow. Nee. Zaubern ist teuer. Wir haben auch mehr Optionen, sehe ich gerade. Was ist noch dazugekommen? Also es gibt schon mehr Helden im Angebot. Das hier ist ausgegraut. Das sieht irgendwie aus wie ein Handelsfenster. Ui, teuer, 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 teuer. Tempel, Heiltränke. Ja, Heiltränke habe ich bisher noch gar nicht wirklich genutzt. Wie teuer ist sowas? 300. Nee. Trade License. Buy the Trade License of the City. Mini Reputation 10. Ja, also man kann eventuell später auch richtig Handelskarawanen betreiben oder ähnliches. Ist aber nichts für jetzt. Deliver Letter to Nutball. Das klingt doch gut. Accept. Ja. Auf nach Nutball. Nutball ist da hinten. Was ist eigentlich der für kleine Dinger? Kaching. More gold pieces. Try to be a merchant, buying and selling all kinds of trade goods in various districts in town. Soon you will find that there's no faster money than this. Ernsthaft? Das ist ungewöhnlich für ein RPG, dass wir hier Handel betreiben müssen. Also dass das wirklich das Mittel der Wahl ist anscheinend, um Geld zu machen. Aber wir dürfen hier keine Handelsware kaufen. Ja, ob wir hier eine Trade License brauchen. Aber wir gehen einfach in so ein kleines Kaff. So. Und hier geht das. Hier brauchen wir keine Lizenz. Und wir kaufen jetzt Chicken. Chicken. Ne, warte, das ist besser, wenn wir die Onions aufkaufen. Weil da haben wir ganz viele davon. Eins, zwei. Ja, alle darunter. Dip, 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 dip. Dips. Wir merken uns jetzt, wir kaufen 6 Zwiebeln für 300. Und nun? Achso, nun ist gut. So, für 300. Und es wird hoffentlich keine Steuer geben. Das heißt, wir gehen jetzt zu einem anderen Kauf. Jetzt zwiebeln sie noch günstiger. Okay, gehen zu noch einem anderen Kauf. Trap Farm. Nee, wir wollen da nicht durch reingucken. Oh. Search Succeed Trap Found. Gained 22... Silber, Morningstar, Potion of Owl Wisdom. Aber das sind einfach so ehemalige Campingplätze, wo dann Sachen rumliegen. Irgendwie nehmen wir also alle mit. Nee, ich würde ganz gerne zu so einer billigen Stadt wieder, danke. Wir könnten hier mit Profit verkaufen, aber ehrlich gesagt ist mir das zu wenig. Schon gerne zum Originalpreis verkaufen. Ja, es ist überall günstig. Vielleicht weil es auch ein Gut ist, das zu häufig vorkommt. Also weil jedes Dorf wird Zwiebeln produzieren können. Royshire. Wild Elf Prison. Gibt schon mal recht viele von den Gütern. Oi. Falle. Oh. Okay. Also vielleicht doch nicht jedes Zelt aufmachen. Ja, ein Peitschenmensch. Maze of the... Was? Unknown Creature. Fliehen? Wie war das? Party Escape Battle. Okay. Weg. Auf nach Hexdale. Mist. Darf ich vielleicht verkaufen? Nee, auch nicht, ne? Ja, nimm nochmal eine Mission nach Sweetwater an. Da weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Das war hier oben. Da. Na. Düdeldumpf. Wenigstens stehen die Chancen recht gut zu fliehen. Boah, ist hier viel los.
Go, go, go. Dankeschön. 60 minus. Aber er schreibt sich auf, für wie viel wir es gekauft haben. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch für die Übersicht. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man später genug Geld hat, einfach alles aufkaufen, was mindestens minus 50% ist und dann so lange rumtingeln, bis man es dann irgendwo verkauft. Problem wird, ja, dann das Gewicht sein. Also unerwartet, wie gesagt, dass Handeln in dieser offenen Welt hier so ein wichtiger Faktor ist. Aber das ist einfach nur ein weiteres Feature von dem Spiel. Also gefällt mir bisher super, das Spiel. 53, nee. 52. Irks, weg von den Ratten. Vielleicht sollte ich mich auch schon mit 40% oder so zufrieden geben. Einfach nie wieder Zwiebeln kaufen. 33, das klingt sehr gut. Dum, 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 dum. So, wir haben es für 300 gekauft, wir haben es für 400 ungefähr verkauft. Ist okay. Dafür sind wir aber auch 3 Wochen durch die Gegend geeiert und haben Rationen verbraucht. Aber alle haben sich geheilt von der Falle, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt mal ein paar von den Dingern da mitnehmen. Oder so ein paar Rattentöten. Rattentöten ist okay. So, wo sind die Ratten? Geh mal suchen. Da sind die Ratten. Defense. Ja, Flächenspruch wäre toll, aber das kommt wahrscheinlich also wesentlich später. So der klassische Feuerball oder Chain Lightning. Oh, 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 oh. Ja, das hätte ich ganz gerne. Geh mal dahin und beschwör. Mist. Dafür muss ich stehen bleiben. Brauche eine volle Runde, steht oben gering. Genau. Ebenfalls ein Konzept aus D&D. Wenn eine Aktion eine volle Runde braucht, dann darf man sich halt nicht bewegen. Also Bewegung ist eine halbe Aktion, Angriff wäre eine andere halbe Aktion. Und das braucht halt eine volle Aktion. Aber ist okay. Du verteilst hier und in der nächsten Runde wirfst du dann hier irgendwo das Elementar rein, damit möglichst viele von den Ratten was abbekommen. Self-Touch. Ja, geh mal dahin und touch mal die Ash an. Sehr gut. Und braucht das auch eine volle Aktion? 2-Turn-Cooldown. Standard, keine volle Aktion. Okay. Also du kannst hier hingehen und einfach mal raufblitzdingsen. Das Einzige, was ich problematisch sehe an dem Spiel, was jetzt mögliches Let's Play angeht, ist, sofern ich es nicht übersehe, keine Möglichkeit des Quick-Kampfes. Weil solche Kämpfe werden sonst sehr schnell, sehr lästig und langweilig, denke ich. Gucken wir mal. So, du wolltest jetzt so ein Elementar beschwören. Ja, da ist nicht ideal, aber mach mal. Ist okay. Wenigstens 2 Bänder getroffen. Oh, du bist so ein braves Elementarchen. Ganz braves Elementarchen. Du bist fast tot. Heilung. Was? Moving out, shooting, spellcasting, other distracting actions may provoke an opportunity attack. Ja, okay, das heißt, die Ratte darf jetzt sie beißen, aber das ist okay. Sonst gibt sie nämlich um. Und du schießt bitte auf die Ratte. Tank macht ihre Aufgabe. Oh, Doppelangriff. Beide getroffen, sehr schön. Ah, jetzt soll ich einen Flächenangriff machen können. Ich bin schon wieder fast tot. Dahin, da drauf hauen. Du kannst leider nicht nochmal heilen. Melee-Angriff. Nee. Shield of Face hast du schon aktiv, ne? Ja, nee. Wart mal ab. Hm.
Trinktrank. Oh, das provoziert ein Opportunity. ja, trotzdem. Glück gehabt. Es sah allerdings aus, als hätte sie einen Debuff bekommen. Ist das da? Nee. Nee, ist soweit okay. Wer ist dran? Du darfst aber nicht angreifen. Ja, ruf nicht dahin. Ah, fuck. Okay. Heilung auf dich. Weg da. Also, hau den Toten, greift er mit seinem Flächenangriff hoffentlich nicht an. Puh, okay. Gab gute Erfahrungspunkte, aber halt wieder kein Loot. Ich hoffe mal, bei den humanoiden Gegnern ändert sich das später. Dass man dann auch da richtig Ausrüstung finden kann und Rüstung und, ja. Gold. Try to disarm the trap. Jo. Trap disarmed. Ring of Protection. Hey, du Tank. Du bekommst mal so einen Schutzring. Wo ist dein AC? AC 17? AC 16? Ah, das haben sie mal nicht von Alien, die übernommen. Wahrscheinlich, weil es für die meisten Leute, die das Franchise gar nicht kennen und das Pen & Paper gar nicht kennen, auch ein zu verwirrendes Feature war. In D&D, also sowohl im Pen & Paper als auch in den darauf basierenden Spielen, also Baldur's Gate, Neverwinter Nights und so weiter, ist das so geregelt, dass je niedriger der Rüstungswert ist, idealerweise im Negativen, desto besser. Das heißt, man zieht eine gute Rüstung an und ein Wert wird schlechter, wodurch aber besser wird. Damit kamen recht viele Leute nicht klar. Das haben sie hier nicht so gemacht. Also je mehr erzählt, desto besser. Das heißt, wo ist mein Tank? Da. Hat auch 17. Gott, was haben wir noch so? Wir haben ein Mithral Heavy Mace, One-Handed. Du kämpfst mit Maces. 1 bis 8. Bloop. Tränke. Den Rest können wir verkaufen. Ja, denke ich auch. Was ist das hier? Ah, mehrere Weapons jetzt können wir auch noch anfügen. Okay. Slots sind standardmäßig Brust, Schuhe, Helm, Handschuhe, Umhang für die Schultern, eine Kette, zwei Accessoires, zwei Ringe und ein Gürtel plus Munition. Das ist okay. Das ist okay, ja. Also Waffe und Offhand natürlich auch noch. Equipment Modifier. Das haben sie sehr schön gemacht. Was ist das da? Show Table of Abilities, Show Traits, Show Feats. Überall Stats und noch mehr Stats. Was wollen wir machen? Die Aufgabe ist durch, ja. Gehen wir mal da hin. Ja, und ich denke, so wird das Spiel verlaufen. Hauptstory eventuell gar keine. Sondern es geht einfach nur darum, mächtiger zu werden, in tiefere Dungeons vordringen zu können und sich besser auszurüsten. Also ist es meine Vermutung, wie gesagt. Alles blind, ich habe keine Ahnung. Aber so eine Hauptstory als roter Faden wäre schon ganz schick. Und wenn es nur ist, geh in den untersten Dungeon und finde das Amulett des Irgengroggen. Gab ein paar Spiele, die sowas hatten. als Hauptstory. Ja, aber wenigstens sowas. Das wäre schon ganz nice. Gucken wir mal. So, ich mache hier aber erstmal einen Cut. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ob ich daraus jetzt aber direkt ein Let's Play mache, weiß ich jetzt noch nicht. Gefallen tut es mir schon, aber ich weiß nicht, ob das Format halt so gut ist. Weil es ist halt ein Sandbox-Spiel. Da könnte ich genauso gut Mountain Blade anfangen zu spielen. Ich weiß, manche haben danach schon gefragt, aber bei solchen ganz sandboxigen Sachen, wo es auch wirklich um extremes Grinden geht, bin ich ein bisschen skeptisch. Das merkt man ja auch bei Bard's Tale gerade, weil ich recht viel rausschneiden muss, wenn die Truppe wieder Gold braucht. Ähnlich stelle ich mir es dann hier auch vor.
Aber ganz davon ab. Ich finde das Spiel super, auch wenn es noch in der Early Access ist. Ich hoffe, euch konnte ich einen einigermaßen guten Einblick in das Spiel liefern und man sieht sich bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.